Gut. Es geht also einfach darum, jetzt rauszufinden, wie wir sein Handy aufkriegen, ne? Das heißt, wir brauchen das Handy. Wir brauchen ja die SIM-Karte im Notfall mit der PUC. Hier sind noch ein paar Nummern drauf, mit denen man das vielleicht aufdecken könnte. Und damit könnte man das noch aufkriegen. Da sind ja auch noch einige Zahlen drauf, ne? Okay, Max, let's blow this code up and go home. So. Gut, dann sind wir jetzt einen Schritt weiter, haben die Daten schon mal grundsätzlich verarbeitet. Nathan? Waschlappen können nicht kämpfen. Stimmt. Ich habe noch nie einen kämpfenden Waschlappen gesehen. Ja, gut. Diesmal sogar ohne. Hier, wir hatten noch irgendwie. Moment, das ist Nathans Vater. Das ist sogar ganz offensichtlich. Aber hatten wir nicht vermutet, dass das hier Nathan ist? Moment, halt deine Hose rüber, dann mach dich platt. Wer weiß, wo du schläfst. Ey, Note, im Manzen gehören ausgelöscht. War das nicht Nathan? Ah, okay, dann war vielleicht. Ah, Moment. Er hat dann vielleicht einfach ein Telefon, was unbekannt ist. Also was, ne? So ein. Ja, so ein, halt so ein. Eins, was halt keiner kennt, sozusagen, ne? Was er halt für Sachen benutzt, die es niemandem was angehen. Das ist dann wohl das, was wir gerade haben. Und dann ist das, glaube ich, sein normales Handy. Mit dem er immer Dinge macht, die man mit Handys halt macht. So ist es wahrscheinlich. Würde Sinn ergeben. Er hat ja zwei, offensichtlich, mindestens. Gut, dann geht's jetzt an die nächste Runde Hinweise. Wir haben hier das Kontobuch von Frank und die Entschlüsselung mit den ganzen Namen halt, ne? Schauen wir mal. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay. Wir suchen jetzt Hinweise in Verbindung mit Nathan, also Rod. Ja, einfach alles, wo Rod draufsteht, ne? Dann dementsprechend. Okay, Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this. Ja, Rod, Nathan. Genau, das ist das, was zählt. Und dann müssen wir einfach nur Rod raussuchen. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Gut, hier haben wir einmal Rod. Übrigens, am 4. Oktober war, ja, am 4. Oktober war die Party. Jetzt haben wir hier den 30. September, beziehungsweise 1. Oktober. Aber hier ist das erste Mal, Rod. Der hat für $65 eingekauft. Markieren wir das schon mal, auswählen. So, was haben wir noch? Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Haben wir den 1. Oktober, 2. Oktober. Dann haben wir hier Rod. Nein, hier haben wir keinen Rod. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Ja, dass du halt, ne, urteilst über sein Leben. Kennst du ihn überhaupt so gut, dass du über sein Leben urteilen kannst? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er ein ganz vernünftiges Leben so. Vielleicht sieht das nur nicht so sauber geleckt aus wie bei den meisten anderen Leuten. Naja. Gut, hier ist auch kein Rod dabei. Hier haben wir den 2. und den 3. Oktober. Auch kein Rod. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Und wir haben hier auch den 4., also den 3. und vor allem den 4. Oktober. Und der 4. Oktober, hier haben wir auch Uhrzeiten dabei stehen. Das ist ja der Tag der Party. Und der.
Und der Kate da, ne, die ganze Kate-Geschichte passiert ist. Gut, für 900 Dollar beim ersten Mal? Wenn man überlegt, beim ersten Mal waren es 65, das sind jetzt 900 Dollar. Und da steht auch genauer Informationen, was er gekauft hat. Und da unten nochmal für 250 Dollar. Einmal um 17.40 Uhr. Dann ist denen wohl im Laufe des Abends das Zeug nochmal ausgegangen, oder wie? Dann hat er um 23 Uhr nochmal was besorgt. Oder, wer weiß, vielleicht ist das... Nee, man macht ja keinen kompletten Einkauf, nur... um Kate zu ärgern, oder? Auf jeden Fall haben wir hier nochmal was. Auswählen. So, ansehen. I'm getting a contact high just reading this. Ich sehe keinen Rod. Wir haben den 5. und den 6. Oktober. Also es ist jetzt immer, es ist schon so langsam in ziemlich naher Vergangenheit. I wonder what dog name Frank would have given me. Snoopy. Keine Frage. Also da muss ich nicht lange überlegen. Naja. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Rod. Weil es ist jetzt der 7. Oktober. Ich weiß nicht, ob der noch... Ist der noch relevant? Egal. Es geht jedenfalls darum, wir haben hier Rod für 150. Wer weiß, vielleicht sind das schon Besorgungen für die nächste. Wobei, die ist ja... Vom 7. aus sind das ja noch ein paar Tage. Die ist ja... Heute, ne? 10. Donnerstag? Irgendwie so? Naja. Ja. Rod. Für... Und zwar alles auch an einem Tag übrigens. Für 150, für 68 und für 250. Gut, das sind jetzt nicht die ganz großen Summen. Aber es sind Summen. So. Gut. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Ja. Das ist es. Können wir nicht raus, ne? Nö. Warum auch? Gut, weiter geht's. Wir haben hier noch Davids Hinweise. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Also erstmal geht's darum, überhaupt, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Yep, another car David was tracking. Twin Peaks, das ist Chloe. Why the hell are you following these people? And to where? So, Twilight Zone war, glaube ich, so ein roter Pickup. Soweit ich weiß. Who else was David tracking here? Ich weiß jetzt nicht, wofür das steht. Das Kennzeichen. Moment. Wir können ja gleich nochmal uns genau anschauen, was ist. Und Six Feet Under, das war auch so ein... Das war auch so ein roter Pickup. Six Feet Under. So. That's definitely Chloe's car. Okay, David hat ein Foto vom Kennzeichen von seiner Stieftochter gemacht. Interessant. Sieht ja so selten das Auto, ne? Kann er sich gar nicht merken, was das für ein Kennzeichen hat. Naja, gut. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Mhm. Oder auch eine kleine Macke hat, wie man sieht, ne? Naja, was haben wir hier? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Ja. Ist wohl so. Aber das wissen wir doch. Wobei, dass er das so offen macht, weiß ich nicht, ob man das so offen machen sollte. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down.
Just this once. Machst du ja so ein bisschen. Und zumindest haben wir es mal so für uns genossen, ne? Und ansonsten ein bisschen geprügelt hat. Warren, ja. Letzten Endes. Gut. Interesting. Is this Nathan's car? Roter SUV, wie bei Nathan. Twilight Zone. Wow, sir. This looks like an expensive machine. Ah ja. Wer die Sequenz, ich glaube, das war die Endsequenz von Episode 2. Wenn man sich die nochmal vor Augen führt, dann sieht man die Szene, in der Mr. Jefferson in seinem Auto sitzt, noch irgendwas mit dem Direktor Wells bespricht und dann davonfährt. Man weiß natürlich nicht, über was sie reden, wie das halt so ist. Bei diesen Endsequenzen, da hört man ja nichts. Aber ja, das ist jedenfalls das Auto von Mr. Jefferson. Das weiß ich. Das weiß ich. Also das TPFTHLK, ich weiß leider nicht, wofür das steht. Aber das hätten wir dann hier. Das heißt, David hat auch Mr. Jefferson getrackt. Aber gut, er vertraut ja keinen Männern mit Spitzbart, ne? Don't trust oder never trust grown men with goatees oder wie er das auf Englisch formuliert hat. Finde ich auch schön. Ja. Ich finde Spitzbärte irgendwie cool. Ich würde vielleicht selber keinen tragen, aber ich finde die irgendwie cool. Hm. Who does this car belong to? Guck mal an, hier haben wir auch die Macke. Und Six Feet Under passt doch ziemlich gut zu Nathan mit seinem, seiner Vorliebe für. Ja. Wie soll man sagen? Für Nekromantik. Keine Ahnung. Gibt's das Wort? Für solche Sachen in der Richtung. Für so finstere, düstere Sachen. Six Feet Under ist ja irgendwas. Six Feet Under ist ja, glaube ich, die. Ja, so ein Sprichwort. Für nach dem Motto, halt, dass jemand wohl beerdigt oder tot ist oder wie auch immer. Und das ist dann, glaube ich, die Tiefe, in der Leute wohl für gewöhnlich irgendwie beerdigt wurden oder sowas. Und ja, so ist Nathan halt. Er mag ja so düstere Geschichten. Das haben wir ja gelernt. Gut. Das heißt, wir haben hier die Macke. Die haben wir auch hier gesehen. Deswegen würde ich mal sagen, Six Feet Under ist das Auto von Nathan. Hier ist es. Das andere war Twilight Zone. Das ist Twilight Zone. Das ist ein anderer. Das ist der hier. Keine Ahnung, wem der gehört. Aber ja, wir haben hier Six Feet Under. Wir haben hier das Auto mit dem Kennzeichen Six Feet Under. Und wir haben hier der Beweis, dass dieses Auto mit der Macke das Auto von Nathan ist. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. So, dann geht es nun darum, das Telefon von Nathan zu knacken. Das ist das, was jetzt noch fehlt. Also. Let's start hacking. Alles klar. Also, wir haben hier das Telefon. Gut, das können wir uns angucken. Können wir jetzt nichts tippen, aber das können wir, wenn wir auf Entsperren gehen. Machen wir gleich. Wir brauchen erstmal Nummern. Also, hier haben wir die Ursprungspin. Die Puck, die für den Notfall dann noch da ist, falls wir es irgendwie gesperrt haben, das Handy. Hier haben wir ganz viele vierstellige Nummern. Also, wenn wir mal hier schauen. Es ist auch eine vierstellige Nummer, die gesucht wird. Das heißt hier, genau, die 111. 1111 kann es sein, die ist vierstellig. Hier sind mehrere Nummern, die alle vierstellig sind. Bis auf eine, die ist auch ganz markant markiert. Die ist nicht. Also, ne?
ganz markant markiert. Die ist nicht vierstellig. Was sagt uns das? Dass sie nicht die PIN sein kann. Was sagt uns das sonst noch? Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie irgendeinen anderen Zweck. Jedenfalls ist sie nicht die PIN vom Handy. So, und dann haben wir hier. Dann haben wir hier ganz viele Nummern. Okay, wir haben hier Telefonnummern. Das ist die... Moment. Die Telefonnummer von zu Hause. Die Telefonnummer von seinem Handy. Die Telefonnummer von der Arbeit. Ach ja, und da oben sind noch, genau, von den Eltern dann, glaube ich, ne? Sind das dann die Telefonnummern da oben. Ja, halt Telefonnummern. Und dann haben wir noch das Geburtsdatum. So. Und jetzt möchte ich mal kurz verraten, dass ich damals beim ersten Mal durchspielen... Es war wieder so eine Geschichte. Ich habe mir hinterher das angeschaut, bei anderen Let's Playern und sowas. Hab gesehen, wie die da echt am Verzweifeln waren. Ja. Aber das Witzige ist, haha, ich hab's hingekriegt.